brauchen kein B-Roll. Gumo! Willkommen zum eigentlich ersten richtigen Tag der Aventur, weil alles vorher war nur so Schmutzdeutschland und jetzt sind wir hier. Ja gut, wir haben auch noch einen Schmutzdeutschen dabei, hier vorne stehen wir. Moin! Sind wir hier in Dänemark, Alter, und es ist geistkrank. Schön, da vorne ist das Meer, ich versuche gerade ein Ei zu braten. Es ist viel zu kalt hier. Nicht temperaturmäßig, sondern leider ist die Pfanne ist zu kalt. Das erste Ei kriegt Kevin einfach, das ist gleich schon fertig. Nice, Digga. Ich mag mein Ei Medium, deswegen passt. Ah, guck mal da, es blubbert da, siehst du? Guck mal da, es macht diese Eierbewegung da, siehst du? Oh, Gänsehaut. Wir fahren gleich Kevin zum Flughafen, endlich, und dann können wir nach Schweden reinfahren, glaube ich. Oh, Bro, ich bin ein richtiger Fan geworden, alles mit dem Ball zu machen, weißt du? Das ist ja auch die freie Natur hier, weißt du? Und direkt reinigt den Magen. Das war wirklich maximal scheiße mit dir, Alter. Stell dir mal manchmal vor, dass der Hart nicht so geschnitten ist, sondern so. Wenn man die Treppen runtergeht, macht es die ganze Zeit so. Also ist das quasi, die Backen sind... Komm, jetzt hau einfach ab. Oder zum Glück gehe ich, Alter. Holy shit. Kevin, eine letzte Sache noch. Weißt du, du bist als einzelne Person gekommen. Ich werde als einzelne Person gehen. Nein, eben nicht. Du gehst mit neuen Freunden im Herzen. Brad. Ich glaube, das ist die längste Überseebrücke Europas zumindest. Ich glaube sogar, war sie eine Zeit lang weltweit, wenn ich mich nicht irre. Hier ein lolliges Bild einblenden, oder nicht? Ja. Krass, oder, Leo? Ist eine geile Brücke. What the fuck is that spot, man? Alter. Ey, Digga, das wäre mal ein Dream-Spot schlechthin. Wir sehen da vorne einen kleinen Steg, einen alten Bunker. Sollen wir den heute Nacht auschecken? Da ist eine Feuerstelle. Ja, Mann, das ist unser Camp. Sieht gerade noch ein bisschen messy aus, wird aber noch. Ich habe schon Holz gehackt. Ja, hier ist so ein Fahrtdecker. Ein Lagerfeuer ausgehoben. Und jetzt gibt's was zu essen. Wir haben leider kein Ding, kein Dosenöffner, deshalb müssen wir so ein bisschen... Na, ich mach Sauerei. Kannst du mir das Messer mal von drin holen? Das Messer ist nicht mehr da. Willst du mich verarschen? Bruder, das kann nicht sein. Hä? Akani, nein! Hey! Nein! Hey! Junge, what the fuck? Dieb. Also, jetzt wird erstmal gegessen. Der Spot hier ist übertrieben geil. Die zwei Bunker, ich habe die beiden Bunker schon ausgecheckt. Da ist nichts. Ja, aber die sind zu. Da ganz hinten, ja. Digga, diese große Anlage. Holy shit, Digga, da gehen wir heute Abend mal rein. Ich bin angepisst, wenn dieses Ding hier nicht delivert, ne? Das ist für 4 Toast gleichzeitig, Amana. Ich sag's dir, wie es ist, das wird der größte Scheißhaufen sein, den es jemals gegeben hat. Wir werden jetzt hier noch gemeinsam grillen. Wir haben übrigens eben Folgendes hier gesehen. Pass mal auf, ganz kurz ein paar Szenen hier. Dena Musik, wie Dena Longboard fährt, auch irgendwie dahinter geschnitten. Jedenfalls haben wir diesen Bunker gefunden und den werden wir heute Abend mal auschecken und einen kleinen Bunker-Wizard machen und mal schauen, ob man da eventuell reinkommt, so Lost Place-mäßig. Hier gibt es sehr viele alte Kriegsanlagen. Ich habe noch nicht ganz gecheckt, ob die jetzt von Schweden erbaut worden sind oder sogar von deutschen Besatzungskräften damals. Auf jeden Fall ist es alles Zweiter Weltkrieg oder Kalter Krieg-Shit. Das kann ich auch noch nicht genau deuten. Eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung, es sind irgendwelche Betonklötze. Wir gehen da heute Abend rein und hoffen, irgendwas Tolles zu finden. Jetzt wird aber erstmal gegessen, Feuer gemacht und dann buddeln wir später ein Loch da in den Wald und werden da fett reinscheißen. Let's go. So, we are ready to eat. Es gibt Rosmarinkartoffeln mit Veggie Cheeseburger, dazu Salate. Hey Digga, real fucking talk. Vielleicht kommt noch ein Baguette dazu. Mmh. Ja, scheiß drauf, Digga. So. Wir haben uns gerade dazu entschlossen, nicht mehr in den Bunker zu gehen. Das machen wir morgen. Wir machen aus beiden Videos eins. Wir sind echt gut im Arsch. Aber du und ich haben gerade in den Wald geschissen. Das war ein echtes Relief, Alter. Das kann ich sagen. Wenn ihr mal nicht weiter wisst im Leben, wenn ihr einfach euch fragt, fuck man, habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen? Wohin geht eigentlich meine Reise? Dann steht da jemand. Hallo. Hallo. Ein Enderman. Weg ist er. Dann geht einfach mal hin, nehmt euch so einen handelsüblichen Klappspaten, buddelt ein Loch und macht einfach mal. Lebt einfach mal. Scheißt einfach mal ein Loch und back to the nature, Alter. Das war's vom heutigen Tage. Sollten uns Wildschweine oder irgendwelche Leute überfallen, werden wir das loggen. Ansonsten gehen wir ins Haya-Bubu-Bett. Wir sind sehr müde. Tschüss. Was geht? Leute, wir machen gerade ein ziemlich risky Game hier. Ich halte das Feuer immer weiter auf und jetzt hört man gleich hin. Oh mein Gott, hast du gerade gesehen? Das sind so Obsidiansteine hier und die fetzen die ganze Zeit so kleine Splitter raus. Ihr seht das vielleicht hier. So ein Ding ist gerade so ein Millimeter an meinem Kopf vorbeigeflogen und stell dir mal vor, ich wäre jetzt blind. Aber zum Glück habe ich meine Protection Glasses on. Ja, es ist ein neuer Tag, ein neues Glück. Wir haben gerade gefrühstückt, wir haben Bogenschießen gemacht. 1000 Euro, wenn du das jetzt triffst, ja? 1000 Euro, wenn du diesen Shot hittest, Bro. Was? Ich hab getroffen. Oh mein Gott, nein. No Digga. Way. Boah, Digga, ich habe übel reingehämmert. Ja, da. Das musste ja durchgehen für dich. Nee, also ich meine, ich habe getroffen, ne? Ich verdoppel alles oder nichts. Doppelt oder gar nichts. 2000 oder nichts, wenn du jetzt triffst. 3, 2, 1, go. Ah,
schade. Das war's mit 1000 Euro, du gieriger Hund. Hättest du mal lieber die 1000 Euro genommen? Du, das war echt, ich hatte gar keine Wahl. Doch, du hättest Nein sagen können. Du hast gesagt, dass ich gekündigt werde, wenn ich nicht mache. Das ist nie gesagt worden. Guck mal, wir können es ja reinschneiden. Tobi, du wirst gekündigt, wenn du das nicht schaffst. So, du synchronisierst jetzt so drüber. Lass, Digga. Aber ich werde dich treffen. Boah, war der knapp. Der war richtig knapp. Der war aber knapp, oder? Ich hab mir richtig fett in die Hand geschnitten. Leo, ja. Wir müssen ins Krankenhaus, ich schwör's dir. Nee, voll. Doch, jetzt im Real Talk. Ich hab mir übertrieben in die Hand geschnitten. Zeig. Guck mal hier, Leute. Zeig mal mir. Geh dich duschen, Alter, wirklich. Ja! Oh, das brennt wirklich. Ah! Kleine Stein fliegt in wunde Hand. Auer diese. Gut, dass ich habe Desinfektion dabei. Die Axt voller Blut nun, aber mir. Komm nicht näher. Wenn du meinen Pieksischock kaputt schneidest. Deinen Pieksischock kaputt schneiden. Hör auf, ich brauch den nicht zu pieksen. Hör auf! Bro. Wir waren jetzt auf jeden Fall duschen, haben ein bisschen was gechillt und Video geschnitten und dies, das. Vor allem habe ich das Video wahrscheinlich geschnitten, ne? Siehst du da vorne diesen Typen? Den werden wir nicht abschießen. Hallo? Revi. Du kannst nicht dahin schießen. Tobi hat eben von den Beinen probiert, dem geht's gar nicht. Wir haben gegessen oder essen gerade. Es gibt Nudeln mit Tomatensoße. Die sehen die Nudeln hier auf dem Teller, du musst sie nicht zeigen. Und dazu gibt Schnitzel. Ich esse noch ein halbes Schnitzel. Will jemand die andere Hälfte? Ja. Und danach machen wir noch ein bisschen Feuer und dann gehen wir gleich mal bei diesem Wind. Es ist übertrieben kalt, Alter. Gehen wir gleich mal den Bunker auschecken. Let's get it! Ich bin der Hund. So ein Feini, Digga. Junge Tobi, kann ich bitte meinen Schnitzel zurückkommen? Junge, das ist den ganzen Tag schon so. Tobi nimmt die ganze Sache vom Tisch und läuft damit weg. Ich fühle mich gar nicht gut gerade. Wir sehen uns gleich dann, wenn wir... Kannst du einen Creeper hinter dem Van hervorkommen lassen? Weil zum nächsten Take machst du eine Explosion, ja? Für uns geht's jetzt auf. Tobi und ich checken den alten Weltkriegsbunker aus. Wir sind noch bewaffnet. Wir haben einen angespitzten Holzstock dabei. Ich denke mal, da wird jeder Nazi-Zombie vor Angst haben. Ja, ich glaube, es ist auch ein kleines Stück zu laufen, ne? Willst du mal deine andere Waffe zeigen? Nee, ich kann jetzt nicht meinen Schwanz zeigen. Also, Tobi, ich kann jetzt nicht. Ja, wir sind da. Alles klar. Das Ding ist, Leute, diese Anlage befindet sich unweit, wenn nicht sogar vielleicht direkt auf einem Grundstück, was bewohnt ist. Man kann aber halt noch rein, außer von der Drohne. Das ist halt die Frage, ob wir da überhaupt hinkommen. Aber es sah so aus, ne? Ja, ja. Da kann man wirklich rein. Digga, holy shit. Wir müssen echt careful sein, nicht, dass wir irgendwas Dummes machen. Verboten. Hol mal dein Dings raus. Waffe. Shit. Ich glaube, der Bunker, den wir gesehen haben, ist ein Abflussrohr. Alter, hab ich mich gerade erschreckt. Das ist alles ziemlich weird hier, muss ich sagen. Weißt du, was das ist? Nee. Das ist der Ring von einem Nazi. Der hat einen sehr großen Finger. Scheiße, Bro. Guck mal hier. Weißt du, was das ist? Ein Backstein von einem US-Soldaten. Guck mal hier, Stahlträger. Bro, es ist literally nichts Gruseliges passiert, außer die paar Effekte, die Leo reingezaubert hat. Ich würde sagen, Leute, wir machen uns morgen abfahrbereit, fahren dann los. Aber eine Frage bleibt, Tobi. Wie ist dieser Baum hierher gekommen? Schreibt es in die Kommentare. Ciao. Tobi meint gerade, er könnte diesen Baum hier easy hochklettern. Tobi, gönn dir. Aua. Wie läuft's bisher? Bro, so eine Missgeburt.